Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Aber eventuell habe ich auch den ganzen Vorteil nochmal hingeschnitten, wenn jetzt 12 Minuten circa. Ja, ich habe jetzt nochmal zu weit gespielt, dass ich diese Energie-CD gekriegt habe. Und ich habe noch nicht gespeichert. Also, jeder Tod würde mir 12 Minuten Verlust geben. Allerdings gehe ich ja nicht davon aus, dass ich jetzt sofort sterben werde. Und ich würde ganz gerne gucken, ob es vielleicht jetzt möglich ist, an dieses an die Laufbandenergiezelle zu kommen. Denn das ist die einzige Option, die ich mir vorstellen könnte, die dafür sorgt, dass ich meine Pistolen kriege. Die ich ja storytechnisch scheinbar gekriegt haben muss. Ich habe ja wirklich absolut krasses Zeug durchgezogen, wenn ich die ganze Zeit unter Beschuss alle richtigen Rätsel gemacht habe und ich das hätte gar nicht machen müssen. Ich habe leider auch nicht mehr so viel Zeit gerade. Also hoffe ich, dass ich relativ schnell zu einer Lösung komme. Das allererste, was ich probieren werde, ist mal direkt die Energiezellen einzusetzen, die ich jetzt schon habe.
Ich meine, damit ist das Ding auf jeden Fall tiefer gekommen, aber es bringt mir immer noch nichts. Ich brauche definitiv die dritte Sicherung. Aber wie komme ich an die ran? Ich irgendwas übersehen? Ich meine, ich habe eigentlich ziemlich gut geguckt, oder nicht? Auch eine Tür, die nicht aufgeht. Aber nach allem, was passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier halt nicht lösbar ist. Muss irgendwas geben, was man hier machen kann. Nur was? Was übersehe ich hier? Ich bin ganz ehrlich, ich bin da super ratlos. Ich bin mir überlegen, ob ich das mal kurz nachgucken soll. Oder gibt es hier oben vielleicht doch noch was? Mit dem Haus? Grund, warum ich hier hoch kann? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Es muss doch irgendwas damit zu tun haben. Ich glaube, da gucke ich jetzt wirklich mal nach. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Ich dachte, vielleicht die Sicherungen aktivieren noch was, aber
Ich kann nichts machen. Sehe auch keinen Schalter oder sowas. Nein. Okay. Und sorry, dass ich ihn jetzt nachgucke. Oh je, das wird ein ganz schönes Geschnipsel. Naja, gut. Ich habe noch nicht die Lösung, aber ich habe anscheinend eine Ahnung, dass ich da wohl was übersehen habe. Vielleicht hilft mir das dann jetzt weiter. Auf jeden Fall gibt es anscheinend einen Schalter, den ich übersehen habe, der das Tor öffnet. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der kurz vor dem ersten Typen, der mich abballern möchte. Das werden wir gleich sehen. Offensichtlich soll man nämlich auf dieses Ding hier klettern. Ah, da oben. Okay, gut. Das habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Ja, das erklärt einiges. Gut. Sollte ich meine Pistolen kriegen, mache ich allerdings für heute Schluss. Dann mache ich das Level halt nochmal, aber ja, dann mache ich das Level halt fertig, dann mit Pistolen beim nächsten Aufnahmesession. Ich weiß nicht, ob ich die heute Abend machen werde. Aber ich wollte jetzt erstmal nur gucken, ob ich die Sicherung noch hinkriege. Und allein das hat ja schon nochmal extra Zeit gekostet, wie ihr seht. Ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hab. Wirklich, ich bin so lange, so oft diesen Weg entlang gelaufen. Ich hab das nicht einmal gesehen, dass da was ist. Ich bin blind. Oder oh, ich finde, es war aber auch schwer zu sehen, muss ich sagen. Ich hab's auch ohne geschafft, aber. Ja, ich hätte schon ganz gerne mein komplettes Waffenarsenal zumindest einmal im Spiel. Von daher möchte ich mich diesmal wehren können. Deswegen werde ich auch den Speicher dann überspeichern, wenn ich jetzt tatsächlich die Pistolen kriegen sollte. Es hat dieses Förderband aktiviert, richtig? Genau, das hat die Sicherung nämlich endlich nach draußen befördert. Mit der dritten Sicherung kann ich jetzt endlich den Container absenken. Der mich hoffentlich zu meinen Pistolen führt. Weil eine andere Stelle für die Pistolen kenne ich nicht. Ich wüsste nicht, wo sie sonst noch sein könnten.
Okay. Das war das Rätsels Lösung. Ah, sind sie? Jetzt habe ich auch verdient die Pistolen zurück. Wobei verdient auch wieder schwierig ist, weil ich es ja eigentlich nicht selbst rausgefunden habe. Aber wie gesagt, ich finde das was super schwer rauszufinden. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen sein soll. Wahrscheinlich alle außer mir. Dann kann ich jetzt auch endlich sehen, wo das hier hinführt. Ich habe ja so eine Vermutung. Der Speicherpunkt nennt. Jo. Wir haben einen Speicherpunkt. Wir haben die Pistolen. Ich kann mich wehren. Und beim nächsten Mal gehe ich dann nochmal durch das Level und werde ans Ziel kommen. Dieses Mal verdient. Okay. Ja, ich muss das jetzt alles noch zusammenschneiden, denn ich hoffe, dass es beim nächsten Mal das letzte Level ist. Und offensichtlich ist das Atlantis. Habe ich mitgekriegt. Ja. Gut. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.